Captain Morgan, Tiki, Mango and Pineapple. Da steckt ja schon im Namen alles drin, wonach er schmeckt, oder? Sea Lords und Sea Ladies, wir haben hier wieder eine Spirituose auf Rum-Basis. Wir nennen uns, ist kein Rum, weil er nicht 37,5% Alkohol hat, sondern nur 25%. Macht ja nichts, kann ja trotzdem Spaß machen. Der Rum hierfür kommt höchstwahrscheinlich aus Jamaika, weil dort die Homebase von der Captain Morgan Rum Company ist. Warum sollten die auch was anderes nehmen? Wäre blöd. Gerade dem Einsteiger wird solch ein Drink mit 41 Gramm pro Liter Zucker wahnsinnig viel Freude bereiten. Der nimmt nämlich die ganze alkoholische Schärfe weg und naja, vielleicht gefällt dem einen oder anderen ja auch dieser exotische Geschmack nach offensichtlich Ananas und Mango. Was Tiki bedeutet, das erzähle ich euch mal ganz ausführlich in einem anderen Video und jetzt geht's erstmal ans Probieren. Bevor wir probieren, erstmal ein Wörtchen zur Farbe. Also das ist so ein, naja, so ein helles Orange. Also vermutlich soll die Farbe natürlich an die enthaltenen Früchte erinnern. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die enthaltenen Früchte auch rausschmecken bzw. rausschnüffeln können. So. Schlapp, schlapp, schlapp. Also süß. Und ich hätte jetzt gesagt Erdbeere. Aber wahrscheinlich, weil diese Aromen Mango und Ananas in Kombination ja nicht unbedingt der deutschen Nase bekannt sind. Vielleicht schmeckt er ja gut. Ja. Auf jeden Fall, da kommt einiges zusammen. Da ist so eine gewisse Säure. Ich vermute mal von der Ananas, hoffen wir, dass da welche drin ist. Da ist natürlich die Süße mit drin, also 41 Gramm, die schmeckst du halt. Und auch ein klein bisschen Schärfe von dem Rum. Also ganz weg kriegt man die mit dem Zucker auch nicht. Aber Gott, also schmeckt wie so ein kleiner Karibikurlaub in der Flasche. Im Abklang kommt noch so ein bisschen, ich würde fast sagen, Kokos dazu. Aber der bleibt auch nicht lange, dieser Geschmack. Klassisch wie bei Captain Morgan, eigentlich üblich, musst du das ja mit irgendwas mixen. Und womit man das alles mixen kann, zeige ich euch in einem der nächsten Videos. Aber unterm Strich, wer so ein bisschen beduselt werden will und keine großen Anforderungen an einen Rum hat, ist ja auch keiner, der kann sich das Zeug natürlich reintun. Also, wenn euch diese kleine Einführung in Captain Morgan Tiki Mango and Pineapple, ist der Name schon videofüllend, gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da, lasst mir ein Like da, abonniert gerne den Kanal, dann kriegt ihr immer wieder solche Videos, wenn ihr sie denn mögt. Also, lasst uns in Kontakt bleiben und bis zum nächsten Rum. Tschüss!